Heute eine vegetarische Pizza. Bruh. Für unsere vegetarische Pizza habe ich mir vorher schön ein bisschen Ofengemüse gemacht. Oh, das wird lecker. So, schön unser Ofengemüse, ein paar Oliven. Und wer auch eine vegane Pizza dann Bock hat, der ersetzt dann einfach den Käse mit seinem Käseersatz. Schon hat er eine vegane Pizza. Zack. Oh, muss sagen, die finde ich auch sehr interessant. Wie immer unser Trick mit dem Olivenöl für die Kruste. Schön großzügig drauf. Diese Pizza sieht sehr lecker aus. So. Wie gesagt, zubereitet mit etwas Ofengemüse. Vielleicht, was man sich merken sollte, beim ersten Mal habe ich das Gemüse frisch drauf gemacht. Da hat es zu lange gebraucht, da ist es nicht ganz durchgegangen. Jetzt habe ich das Ofengemüse genommen, hätte wahrscheinlich nur halbgar drauf gemusst. Jetzt ist es nämlich ein bisschen kross geworden, ist schwarz, aber sieht trotzdem lecker aus. Ich sag's mal so, es sind mehr Röstaromen dabei. Aber der Boden ist wieder mal perfekt. Einfach nur ein Cut und es läuft. Und zu so einer vegetarischen Pizza habe ich mir heute den Sauvignon Blanc von Jürgen Hofmann ausgesucht. Veggie und Sauvignon Blanc, eine geile Kombo. Sauvignon Blanc, dieser auf jeden Fall. Sehr viele grüne Noten. Veggie ist in der Regel auch viel grün dabei. Auch dieser Wein alleine ein Gaumengenuss. Mmh. Sauvignon Blanc, eine Aromarebsorte. Und jetzt eine... Mmh, sau lecker. Ich habe gerade ein paar Oliven abbekommen. Und ein bisschen Aubergine und Zucchini. Muss sagen, eine vegetarische Pizza mit so einem geilen Wein. Das war's dann für heute, was Pizza angeht. Wir sehen uns beim nächsten Mal.